Ich laufe mal ein Stück das alte Gebiet ab. Um zu schauen, wo ich denn welche von den dämlichen... wie heißen sie? Level-Up-Dingern verloren, also beziehungsweise vergessen habe. Und dabei kann ich ein bisschen Kohlenstoff einsammeln. Da kommen schon die ersten. Moment. Wundervoll. Ohne Scanner hätte ich den niemals gefunden. Da bin ich aus der Höhle gekommen. Ach, noch so viel Kram zum Einsammeln. Ich muss nicht später nochmal hier lang. Hab mich lieb. Ich will nur hier Bomben holen. Hey. Oh oh. Da aber so viele Bomben explodiert sind, habt ihr aber relativ wenig Schaden bekommen, nämlich gar keinen. Warum bekomme ich hier Greifsamen? Na, scheiße. Ich weiß, dass da unten irgendwie nochmal welche sind.
Ach, sieh mal eine an. Das Ding habe ich gescannt, bin aber nicht reingegangen in diese Eishöhle. Weil ich da nicht drauf geachtet habe. Was ist das Ziel vom Spiel? Alles erforschen und entdecken. Na toll, da komme ich nicht ran, weil da fehlt mir noch die Technologie, um dieses Tor aufzuhalten. Wahrscheinlich kann ich dann irgendwie so einen Alien-Sensor schieß mich tot machen. Du bist der Einzige, der rumliegt. Ja, man kann sie in dem Spiel ducken, natürlich. Ach, den kann ich töten. So, Moment. Was bist du denn? Ach so, das ist dieses Burger Snatch. Weder Schnee noch Regen, Hitze oder Dunkelheit der Nacht werden. Konnte ich nicht schnell genug lesen. Was passiert, wenn du rennst und nicht duckst? Dasselbe, was bis jetzt immer passiert ist, wenn ich renne und ducke, nämlich, dass ich schlitter. Wenn man versucht, durch so ein Tor zu schlittern, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da durchzuschlittern, weil mit mir die KI gesprochen hat, dass es einen Mechanismus geben wird, um das zu verhindern, dass sich das Teil schließt. Also denke ich nicht, dass die Idee wäre, zu schlittern. Vor allem, weil du durch Schlittern nicht schneller wirst. Gott sei Dank. Aber danke für den Hinweis. Hätte ja sein können. Aber die KI hat mir gesagt, ich brauche dafür irgendwas. Scheiße. Was bringen hier Level, HP und Ausdauer? Ich bin mit meinem Kopf davor. Verdammt!
Achso, ich bin auf dem Schädel. Ach, selbst wenn ich Schwung nehme, lässt er mich immer wieder zurückgleiten. Beziehungsweise geht der Schub nach oben und nicht nach vorne. Alien-Legierung. Oh krass, ich brauche dafür schon den Dreiersprung. Ja, warum spawnst du nicht einfach direkt neben mir? Weil ich kann nicht von der Seite rüber hüpfen. Weil dann kriege ich nicht genug Höhe. Oder... Nee, du kannst dich im Sprung plötzlich nach oben gehen. Da ist der in der Höhle. Also es geht jetzt irgendwo an der Seite noch bergab. Ach so, ja. Mit dem Sprunggelee arbeiten, Oh, das geht sogar. Scheiße. Moment, jetzt mache ich erstmal diesen Bereich, der hier unten ist. Weil die Tomatenhülle des Grauens. Kains eisige Zuflucht. Die Frage ist, wer ist Kane? Ja.
Ach, hier ist bestimmt der letzte Teleporter versteckt. Ja, Mopsvögel, Höhle der Ruhe. Das war einmal. Wahrscheinlich ist irgendwas mit dem... keine Ahnung. Irgendwas ist kaputt gegangen. Während des Spielens. Also mich stört sich nicht, wenn alle Thumbnails, ich meine Eier nach vorne strecke. Okay, jetzt war ich da auf der Anhöhe. Oder hier ist der Teleporter doch nicht versteckt. Toll, hier ist auch so eine Truhe. Ach, jetzt kann ich plötzlich doch nach vorne. Na okay. Aber dann halt so rum, dass ich hier erst hochgehe vom Schub her und dann das andersrum mache. Und normalerweise benutzt du hier anscheinend die Blobs, um hochzukommen. Wenn du hier reinkommst, ohne dass du die Sprungdüse hast. Ich bin mal gespannt, was in so einer dämlichen Alien-Kiste drin ist. Ob das wirklich irgendeine Relevanz hat für mich. Ach, da ist nur Alien-Legierung drin. Naja, nur sehr kostbar für die Upgrades. Hab vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Yeah.
Genau, da waren wir oben. Und andersrum kommen wir nur wieder nach unten zurück. Und dann wieder hier vorne hin. Also, glaube ich, das war die Höhle. Ach, scheiße. Das könnte ich eigentlich hier unten machen. Spawnt mal wieder. Dann töte ich die mit der Bindegalle und habe mein Wissenschaftsprojekt abgeschlossen. Kommt wieder! Ihr wart viel mehr. Warum spawn ich eure anderen beiden? Ach, ihr seid so kacke süß, ey. Und so kacke nutzlos. Upsala, ich wollte dich streicheln. Ach, komm schon. Such mir andere vier Idioten. Ich hätte es einfach da gemacht, weil es die billigsten sind von allen. Da vorne scheint eine Höhle zu sein. Da habe ich mich früher, glaube ich, gefragt, wie komme ich denn darüber? Da wusste ich nicht, dass sowas wie Sprungdüsen später kommen. Ja, kacke. Oder Bomben. Guten Abend, Phonoid.
Ich glaube, hier ist unter dem... Wasserfall was. Hilfe. Ach, wer braucht schon die Zwischenschritte? Dum dum dum. Okay. Gab es hier in der Nähe überhaupt? Ja, hier ganz am Arsch der Welt. Du hast Hunger. Und... Touchdown! Proof bringt die Punkte nach Haus. Ist natürlich kein... Ist es Field Goal? Nein. Touchdown wäre nämlich... in die Endzone und auf den Boden hauen. Wenn du alle Früchte gegessen hast, das Spiel dann fällt, nein, wenn ich alle Früchte gegessen habe, habe ich das Maximallevel an HP erreicht und das Maximallevel an Ausdauer erreicht. Nein, durchgespielt hast du das, wenn du herausgefunden hast, was das für eine Alien... Spezies hier ist auf dem Planeten, obwohl was das für Gebäude sind, die hier rumstehen. Na, das Feuer war ja jetzt nicht so interessant. Hier ist ein Fragment. Unbekanntes Forscherprotokoll. Es ist halt ein Erforschungs-, Erkundungs-, Erforschungs- und Entdeckungsspiel. Als First-Person-Shooter. Aber kein RPG oder sonst irgendwas in die Richtung. Yeah.
Na toll. Gibt's hier eine Alternative raus? Viel schöner. Das ist irgendwo da oben. Moment, in der Höhle war ich doch schon. Da ist da im Busch versteckt. Hab wirklich ganz schön was übersehen. Also auf dem nächsten Plateau. So, sammeln wir noch ein bisschen Sprengmaterial ein und dann machen wir uns auf den Weg weiter. Mach mal auf. Suchtest du nicht vier auf einen Schlag? Ja, ja, ja. Das kann ich überall machen. You can craft an upgrade, if you wanna. Vor allem hier können sie das mit dem Wissenschaftsding machen, mit den stehenden Dingern. Was ist denn jetzt wieder? Around in outer space, we thought it would be nice to remind you that Kindred Aerospace is now 25 years old! While our business has evolved, our values have not. We are still dedicated to the preservation and promotion of humanity throughout the universe. Earth is lovely, but we must continue to spread if we are to survive any of a multitude of catastrophes that could befall us. If we can only continue to find new planets, we can continue to grow, unhindered by concepts of finality or scarcity. The Earth is finite. The universe is infinite. Which is why it's not only a party for Kindred, it's a party for you! Let's get spaced out together! Und mir ist ein Bein eingeschlafen. Coming up on KTV, tune in for a very special episode of We Like Weird. Featuring mysterious entities from the black hole. Hypnotic galaxy juice. And the poisonous Shadowwoofer from Planet Gorbo. Be sure to tune in to We Like Weird every week cycle at 32 PM extra galactic time. Only on KTV.
Ich möchte den ganzen Tag so sinnloses Fernsehen gucken. Teratomo erstattet Bericht, noch keine Fürze zu melden. Im Gegenteil, dieser Planet riecht wunderbar und ist absolut hinreißend anzusehen. Der schiere Umfang der Artenvielfalt, die ich in nur wenigen Stunden beobachtet habe, war geradezu atemberaubend. Ich habe bereits alles gesehen von Gallertartigen fliegenden Tintenfischen bis hin zu einer Rasse korpulenter, flugunfähiger Vögel, die trotz meiner Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit förmlich darum betteln, getreten zu werden. Ah, noch eine Sache. Es gibt auch einen verdammt großen Turm im Zentrum von allem. Und er erreicht mindestens eine Meile in den Himmel. Verzeihung, das hätte ich früher erwähnen sollen. Angesichts unserer unerwarteten Entwicklung beginne ich mit der Besteigung der monolithischen Struktur, sobald ich die Bäume und Büsche des Planeten analysiert und katalogisiert habe. Teratomo Ende. So, Alien-Legierungstrecker. Jetzt kann auch die Alien-Legierung finden, die überall versteckt ist. So. Kapazität erhöht. Schnellstes Nachladen. Das war's dann erstmal.